Wir hatten hier heute die Auslosungsveranstaltung für die EHF Euro 2024 mit allen 24 teilnehmenden Nationen, die Vertreter hierhin entsandt haben und wissen jetzt auch, gegen wen die Deutschen spielen und wer in Düsseldorf beim Auftaktspieltag an den Start gehen wird. Deutschland gegen Schweiz ist ein attraktives Spiel, ist auch ein sportlich attraktives Spiel. Einige Spieler der Schweiz ja auch aus der Bundesliga bekannt. Auch das zweite Spiel Frankreich gegen Nordmazedonien wird sicherlich stimmungsvoll und wir erhoffen uns hier einfach eine riesen Handballparty. So again, welcome to Germany. Das ist was ganz Besonderes für uns als Deutscher Handballbund, auch eine Herausforderung, ein Event in dieser Größenordnung durchzuführen. Haben wir in der Form auch bisher noch nicht gemacht. Wir haben aber heute eine tolle Auslosung erlebt mit Entertainment, mit einem guten Rahmenprogramm und es hat alles funktioniert. Das stimmt mich sehr positiv, dass das auch nächstes Jahr dann im Januar der Fall sein wird. Und wir haben hier ein gutes Team beim Deutschen Handballbund, bei D-Live. Das funktioniert und da werden wir eine tolle Veranstaltung hinlegen. Ein sehr interessantes Auftaktspiel oder Öffnungsspiel gegen die Schweiz. Das ist eine sehr gute Mannschaft, die ja, das Positive ist, das ist so eine Mannschaft, die wir auch von Spielweise kennen. Ich erwarte einfach eine riesen Stimmung mit 50.000 im Rücken, dass wir da dieses Ambiente genießen. Das wird ein riesen Erlebnis für beide Mannschaften und daher also freue ich mich darauf riesig. Wir machen uns gemeinsam mit DHB und EHF natürlich viele Gedanken, wie wir hier das optimale Erlebnis schaffen können. Wir werden ein bisschen was ändern. Wir werden eine Tribüne noch in den Innenraum einbringen, um die Fans noch näher dran zu bringen. Da wird viel drumherum passieren, dass jeder das bestmögliche Erlebnis hat. Und ein bisschen drumherum wird wahrscheinlich auch noch passieren, aber dazu gibt es dann zu gegebener Zeit mehr Infos. Wir haben nicht mehr so arg viele Tickets zur Verfügung, aber es wird noch ein paar geben. Nach dem 31. Mai, wenn wir in Einzelticketverkauf gehen und auch zu späteren Zeiten, lohnt es sich immer wieder reinzuschauen.